Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir werden heute mit einem kleinen Zwischenkapitel uns bewegen von der Elektrostatik, die wir jetzt relativ ausführlich behandelt haben, hin zur Magnetostatik. Und das ist deswegen ein Übergangskapitel, weil wir anders als in der Elektrostatik schon Ströme betrachten werden, aber anders als in der Magnetostatik die mit den Strömen zusammenhängenden Magnetfelder noch außer Acht lassen. Gut, das heißt, der Ausgangspunkt ist hier tatsächlich die Elektrostatik und ich habe einfach nochmal hingeschrieben, die Maxwell-Gleichungen, damit macht man ja nie was falsch. Also Induktionsgesetz wäre ja allgemein Rotation E gleich minus dB nach dt. Jetzt ist aber in der Elektrostatik und auch in dem, was wir hier betrachten wollen, das B-Feld sowieso null oder wir vernachlässigen es. Und außerdem haben wir eine statische Situation. Das heißt, die Zeitableitung wäre dann in jedem Fall null. Das heißt, wir haben hier die einfache Beziehung Rotation E gleich null. Und des Weiteren haben wir die Beziehung Divergenz D gleich Rho V. Das ist der Ausgangspunkt in der Elektrostatik. Das heißt, wir gehen in der Elektrostatik, das haben wir auch jetzt ausführlich gesehen, von ruhenden Ladungen aus und die erzeugen dann ein elektrostatisches Feld. Jetzt wollen wir aber auch Bewegung von Ladung zulassen und bewegte Ladung, naja, das ist dann letztendlich natürlich ein Strom oder eine Stromdichte. Wir wollen uns aber beschränken auf stationäre Bewegungen. Das heißt, die Ladungsverteilung insgesamt, die soll sich zeitlich gesehen nicht ändern. Ja, und was ist das für eine Situation, die dahinter steht? Warum macht man das? Sie können natürlich sofort denken an Ströme oder Stromdichten, die in Leitern sich bewegen. Und solange diese Leiter sich nicht bewegen und solange das ein Gleichstrom ist, dann haben wir genau diese Situation, dass wir eben eine stationäre Bewegung haben, bei der sich die Ladungsdichteverteilung insgesamt nicht ändert. Und naja, Leiter, das ist ein ganz, ganz wichtiger Spezialfall in der Elektrotechnik und deshalb lohnt es sich, dass wir die entsprechenden modellhaften Zusammenhänge hier betrachten. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir eine Stromdichte J ungleich 0 haben. Grundsätzlich müssen wir hier zwei Arten der Bewegung von Ladungsträgern betrachten. Wenn Sie also jetzt sich vorstellen, Sie haben einen Draht und in dieser Leitung haben Sie ein freies Elektronengas, also Ladungsträger, die sich frei bewegen können, dann können die sich eben tatsächlich zunächst mal oder dann werden die sich tatsächlich zunächst mal rein thermisch bewegen. Wir sind ja nicht bei am absoluten Nullpunkt der Temperaturskala, sondern wir haben eine endliche Temperatur und dann werden Sie auch eine Bewegung der Ladungsträger haben. Diese Bewegung, die wird aber zunächst mal nicht zur Stromdichte beitragen, weil im Mittel dadurch keine Gesamtbewegung zustande kommt. Der Mittelwert ist einfach null. Entscheidend für die Stromdichte ist dann also die sogenannte Driftbewegung. Wenn also sich im Mittel eine Gesamtbewegung dieser Elektronen, dieser Ladungsträger einstellt, dann sprechen wir von einer Driftbewegung. Und bei der ist der Mittelwert eben nicht null. Das heißt, diese Driftbewegung, die trägt dann eben zur Stromdichte bei. Und wenn ich eine solche Driftbewegung habe, dann muss es letztendlich natürlich auch eine Kraft geben, die das Ganze vorantreibt. Und diese Kraft, die, so können wir uns das vorstellen, kommt aus dem elektrischen Feld. Wir werden das später noch ein bisschen differenzieren, wenn wir auf die elektromotorische Kraft kommen. Aber zunächst mal ist das ja naheliegend zu sagen, wir haben das elektrische Feld und das sorgt hier für unsere Driftbewegung. Streng genommen könnte es auch aus einem magnetischen Feld herrühren. In Leitern ist der Teil aber in der Regel klein. In Plasmen sieht das ein bisschen anders aus. Und darüber hinaus ist es so, dass wir ja die magnetischen Effekte hier sowieso nicht behandeln wollen.
Gut, also schauen wir uns das an. Das kennen Sie im Wesentlichen auch schon aus den Grundlagen oder sogar aus der Schule, aber wir machen es ja trotzdem nochmal, wenn Sie also so ein Leiterstückchen haben, dann wäre eben die Stromdichte natürlich gleich Ladungsverteilung mal Geschwindigkeit, mit der sich diese Ladungsverteilung dann eben vorwärts bewegt. Einheiten hier nochmal hingeschrieben, kennen Sie aber, und wir müssen uns nochmal klar machen, dass die Stromdichte auch so einen vektoriellen Charakter hat. Das heißt, wenn wir von einem Gesamtstrom sprechen, der durch eine bestimmte Fläche hindurchtritt, dann müssen wir auch immer tatsächlich berücksichtigen, wie ist die Winkelbeziehung zwischen dem Strom und dem normalen Vektor der Fläche. Und der Gesamtstrom, der dann durch diese Fläche durchtritt, ist das Integral JdF, also J mal normalen Vektor DF. Und die Normalkomponente, die hier hingeschrieben ist, das ist eben natürlich gerade J mal N. Im Extremfall also, wenn Sie sich vorstellen, Sie kippen die Fläche jetzt so, dass der normalen Vektor senkrecht auf der Strom auf der Richtung der Stromdichte stünden, dann geht natürlich gar kein Strom durch die Fläche durch, und der maximale Strom geht durch die Fläche, wenn der normalen Vektor und J parallel zueinander sind, sprich die Fläche senkrecht auf J steht. Ein alter Bekannter kommt auch wieder ins Spiel, nämlich die Kontinuitätsgleichung, die, das wissen wir aus den axiomatischen Grundlagen, ja sofort aus der Ladungserhaltung kommt. Wir machen uns aber hier uns das Ganze tatsächlich auch nochmal ein bisschen phänomenologisch klar. Sprich, wenn wir einen Nettostrom durch eine Oberfläche eines Volumens anschauen, und dieser Nettostrom ist null, das heißt, es geht zum Beispiel mehr rein als rausgeht oder mehr raus als reingeht, dann heißt das natürlich, dass sich die Ladungsdichte, die wir im Inneren des Volumens haben, ändern wird. Man macht sich leicht klar wegen der Ladungserhaltung, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel eben insgesamt ein positives Integral JdF hätte, dass dann die Ladung im Volumen abnehmen muss. Überlegen Sie sich, wie das Vorzeichen der Flächenvektors gerichtet ist. Das ist ja immer nach außen gerichtet. So wird das relativ schnell klar. Und aus diesem Oberflächenintegral kann ich natürlich mit dem Satz von Gauss problemlos auch ein Volumenintegral über die Divergenz von J machen. Und dann habe ich hier zwei Volumenintegrale, die gleich sein müssen, und das geht im allgemeinen Fall eben nur, wenn die Integranten gleich sind, und schon habe ich die Kontinuitätsgleichung da stehen, Divergenz J gleich minus d rho v nach dt. Wir können sie auch anders herleiten, wir können auch über die Maxwell-Gleichungen gehen, machen wir das ruhig mal. Auch das haben wir letztendlich in den axiomatischen Grundlagen schon gesehen. Wenn wir uns das erweiterte Ampere'sche Gesetz anschauen, Rotation H gleich J plus dd nach dt, und dann ausnutzen, dass Divergenz von Rotation immer gleich 0 ist. Das haben wir auch in den im Kapitel Vorwissen uns schon überlegt. Dann können wir ja auf diese Gleichung einfach die Divergenz anwenden auf beiden Seiten. Auf der einen Seite steht dann Divergenz Rotation H, das ist aber gleich 0. Und auf der anderen Seite steht Divergenz J plus Divergenz dd nach dt. Und wenn wir jetzt hier die zeitliche und die räumliche Ableitung vertauschen, dann sehen Sie auch sofort, dass wir nicht die zeitlich und räumliche Ableitung vertauschen, sondern wenn Sie ausnutzen, Entschuldigung, Sie vertauschen die zeitliche und räumliche Ableitung und nutzen dann aber aus, dass Divergenz D gleich Rho V ist, dann bekommen Sie problemlos die Kontinuitätsgleichung auch aus den Maxwell-Gleichungen heraus. Jetzt haben wir ja vorausgesetzt, dass wir ein stationäres Strömungsfeld haben. Das heißt, wir haben vorausgesetzt, dass d rho v nach dt gleich 0 ist. Und das liefert uns dann die Kontinuitätsgleichung in einer sehr speziellen Form, die tatsächlich auch in dieser Form extrem wichtig ist, weil das ein Fall ist, der sehr häufig vorkommt. Divergenz j gleich 0. Und das entspricht letztendlich auch dem Kirchhoffschen Knotensatz, den Sie aus den Grundlagen kennen und den Sie da aber mit Hilfe von Strömen hinschreiben. Aber
Letztendlich, wenn Sie sich einen Knoten vorstellen, bilden eine Oberfläche über den Knoten und haben dann diese integrale Formulierung, Integral JDF gleich 0, dann ist das gerade der Kirchhoffsche Knotensatz. Kommen wir zum Ohmschen Gesetz. Auch das kennen Sie natürlich und wir müssen so ein paar alte Bekannte hier eben jetzt mal herleiten, damit wir nicht vollkommen aus der Systematik ausbrechen. Wir fangen an mit der Lorentzkraft. Ganz allgemein hat die ja die Form F gleich Q mal E plus Q mal V Kreuz H. Dieser Term hier hinten, der wird aber wegfallen, weil wir keine magnetischen Effekte betrachten. Dann können wir hier letztendlich mit der Coulombkraft, die wir dann haben, eine Bewegungsgleichung aufstellen. Das heißt, wir können sagen, okay, Masse mal Beschleunigung, also Masse mal Ableitung der Geschwindigkeit, das ist gleich die Kraft, in dem Fall also Q mal E. Und das führt uns auf die Gleichung für die Geschwindigkeit. V ist dann also gleich V0 plus Q durch M mal E mal T. Für E gleich konstant folgt dann offensichtlich, dass die Geschwindigkeit auch proportional zur Zeit ist. Damit ist dann auch J proportional zur Zeit. Was ein kleines Problem ist, weil das würde ja bedeuten, dass die Geschwindigkeit immer größer wird, dass der Strom immer größer wird. Das ist aber nicht der experimentelle Befund. Experimentell haben wir sowas wie das Ohmsche Gesetz, J gleich R mal I. Und U entspricht ja über Integral EdS letztendlich dem E-Feld. I entspricht über Integral über die Fläche JdF letztendlich dem Strom. Sodass wir das hier auch schreiben könnten in der Form J gleich Kappa mal E. Das ist sozusagen die lokale Form des experimentellen Befundes des Ohmschen Gesetzes. Und Kappa ist hier die sogenannte Leitfähigkeit. Und die Einheit ist dann eben Siemens Meter pro Quadratmeter. Könnten Sie auch kürzen, macht man auch häufig, dann ist es Siemens pro Meter. Aber eigentlich steckt ja tatsächlich, wie wir auch gleich noch sehen werden, die Längenabhängigkeit drin und die Querschnittsabhängigkeit. Und das zu kürzen ist eigentlich nicht richtig, weil diese Länge, die Länge des Leiterstückes, wie wir nachher auch sehen werden, hat ja streng genommen nichts mit den Ausdehnungen des Querschnitts zu tun. Deshalb ist es vollkommen legitim, vielleicht sogar ein bisschen korrekter, es in dieser Form stehen zu lassen. Ja, an der Stelle müssen wir mal ein paar Fragen nachholen, die wir eigentlich auch von vornherein hätten fragen können. Aber jetzt können wir das tatsächlich auch ganz gut beantworten und jetzt passen sie auch in den Fluss der Darstellung der Sachverhalte rein. Die erste Frage ist, warum gehen wir überhaupt davon aus, dass wir jetzt im Leiter ein elektrisches Feld haben? Wir haben doch immer gesagt, im Leiter ist das elektrische Feld null. Also wieso nehmen wir jetzt hier plötzlich ein elektrisches Feld an? Tatsächlich ist es so, wenn wir stationäre Ladungen haben, also J gleich 0 ist, dann gilt tatsächlich auch E gleich 0, wie wir das bisher hatten. Das kann man ja hier ablesen. Wenn Sie einen perfekten Leiter haben, wenn also das Kappa gegen unendlich strebt, dann kann J auch ungleich 0 sein für E gleich 0. Da funktioniert das auch, da ist das auch kein Problem. Es ist ein Problem, wenn Kappa eben kleiner als unendlich ist, weil dann würde E gleich 0 hier tatsächlich zu Problemen führen. Und tatsächlich brauchen wir dann auch ein kleines elektrisches Feld, um J gleich konstant aufrecht zu erhalten. Das kann man sich leicht überlegen, wenn Sie einen Ladungsbereich haben, ein Stückchen haben, und Sie würden mal annehmen, dass der Strom, der reinfließt, nicht der gleiche ist, der rausfließt, dann würde das ja bedeuten über die Kontinuitätsgleichung, dass Sie eine Ladungsanhäufung in der Mitte irgendwo haben. Dadurch erzeugen Sie aber ein elektrisches Feld und dieses wirkt gerade der Ursache entgegen, sorgt also dafür, dass J konstant bleibt. Das ist die Überlegung, die dahinter besteckt und dafür brauchen wir tatsächlich auch dieses elektrische Feld. Das heißt, dieses elektrische Feld dient letztendlich wirklich nur dazu, J gleich konstant zu halten. Die zweite Frage ist aber dann die, naja, warum ist denn überhaupt E gleich konstant? Warum ist bei E gleich konstant auch J gleich konstant und V
dann ja auch konstant, wo wir doch eben an der Bewegungsgleichung gesehen haben, dass die Geschwindigkeit eigentlich im Laufe der Zeit bei E gleich konstant immer größer werden müsste. Da ist ein Widerspruch, den wir noch nicht aufgelöst haben. Und das, die Auflösung ist natürlich die, dass die Bewegungsgleichung, die wir aufgestellt haben, so nicht stimmt, sondern es muss eigentlich auch eine Hemmung geben. Es muss sowas wie eine wie einen Reibungsterm geben, einen bremsenden Term geben. Tatsächlich sind das hier im Festkörper inelastische Stöße mit Atomrümpfen. Inelastischer Stoß heißt, in dem Moment, wo ein Leitungselektron jetzt einen solchen Stoß vollzieht, vergisst es alles. Es geht auf Geschwindigkeit 0, es vergisst die Richtung, die es vorher hatte. Es fängt sozusagen wirklich vollkommen neu an, sodass wir uns die Bewegung in einem solchen Festkörper so vorstellen können. Irgendwann zum Zeitpunkt t gleich 0 startet das Elektron, wird dann in dem konstanten E-Feld eben auch mit der konstanten Kraft beschleunigt. Das heißt, die Geschwindigkeit nimmt linear zu und nach einer Zeit Tau, das ist die Stoßzeit oder die mittlere Stoßzeit, die natürlich mit der Gitterkonstante dann zusammenhängt. Gitterkonstante wäre sowas wie typischerweise ein Nanometer. Dann ist die Stoßzeit eben diese freie Weglänge dividiert durch die mittlere Geschwindigkeit. Also nach dieser Zeit Tau stößt es, verliert seine Geschwindigkeit, verliert seine komplette Erinnerung, fällt also auf den Anfangszustand zurück, wird dann wieder beschleunigt. Nach 2 Tau passiert dasselbe und so weiter und so fort. Und in einer solchen Situation wird die Geschwindigkeit natürlich nicht beliebig weiter wachsen, sondern die mittlere Geschwindigkeit, die sich dann einstellt, das ist nichts anderes als die Hälfte dieses Maximalwerts. Und den Maximalwert können wir aus der Bewegungsgleichung leicht ausrechnen. Das ist Q durch M mal E mal Tau. Und der mittlere Wert ist dann eben ein halb mal Q durch M mal E mal Tau. In dem Tau steckt die Geschwindigkeit selber aber auch nochmal drin. Das heißt, wenn wir das jetzt einsetzen und dann auflösen nach V, haben wir eine Beziehung. Die mittlere Geschwindigkeit ist gleich Wurzel aus ein halb Q durch M mal E durch mal LF. Also Wurzel aus diesem Wert hier. Schön ist, das ist jetzt limitiert, aber was nicht schön ist, ist nicht proportional zu E. Wir hatten ja gesagt, experimenteller Befund ist es proportional zu E, J ist proportional zu E, dann müsste auch das mittlere V proportional zu E sein. Das heißt, hier stimmt was nicht. Das ist ein Widerspruch zu der Annahme oder zu dem experimentellen Befund des Ohmschen Gesetzes. Und das hat Drude um 1900 tatsächlich zu dem ersten wirklichen Modell der Leitfähigkeit geführt, das sogenannte Drude-Modell, das wir uns jetzt ganz kurz anschauen und das deswegen auch ganz schön ist, weil es uns wieder eine Verknüpfung zur atomaren Welt liefert, also wieder eine Verknüpfung von makroskopischer und mikroskopischer Betrachtung. Tatsächlich ist es so, nicht die freie, dass die freie Weglänge nicht maßgeblich durch die Driftgeschwindigkeit festgelegt ist, sondern durch die thermische Bewegung. Das liegt einfach daran, dass die thermische Geschwindigkeit wesentlich größer ist als die Driftgeschwindigkeit und damit ist dann eben die Stoßzeit, die mittlere Zeit zwischen zwei Stößen, freie Weglänge durch diese thermische Geschwindigkeit. Und wenn das so ist, dann können wir nach wie vor eben hinschreiben, was ist denn dann diese mittlere Stoßzeit? Das ist der Ausdruck für eben, nur jetzt eben mit der thermischen Geschwindigkeit angesetzt. Und wenn wir das dann tatsächlich eben in J einsetzen und dabei noch die Anzahl Dichte der Ladungen berücksichtigen, dann ist J ja nichts anderes als Rho V mal dieser Driftgeschwindigkeit das Rho V ist eben N, also Anzahl Dichte mal die Ladung selber, sodass das N mal Q mal Vd ist und wenn ich jetzt eben Vd einsetze, bekomme ich diesen Ausdruck hier, wo jetzt tatsächlich J proportional zu E ist. Und diese Proportionalitätskonstante, die nennen wir Kappa.
Die ist hier vorne nochmal hingeschrieben. Und dieses Kappa ist die elektrische Leitfähigkeit. Wenn wir jetzt wirklich einen Ausdruck haben wollen für die thermische Geschwindigkeit, dann müssen wir uns anschauen, wie ist denn die kinetische Energie und wie hängt die mit der thermischen Energie zusammen. Sie wissen, dass auf jeden Freiheitsgrad, im dreidimensionalen sind das also drei Stück, gerade ein halb mal K-Boltzmann mal absolute Temperatur T führt. Das heißt, die Energie im dreidimensionalen für ein solches Elektron, das ihm zur Verfügung steht bei der thermischen Bewegung, wäre 3/2 K-Boltzmann T. Und das identifizieren wir mit der kinetischen Energie, 1/2 mv thermisch zum Quadrat. Und bei Raumtemperatur liefert das dann tatsächlich für Elektronen einen Wert von 1 × 10^5 Meter pro Sekunde oder eben etwa 100 Kilometer pro Sekunde, was nochmal rechtfertigt, dass wir hier angenommen haben, dass V-thermisch wesentlich größer ist als die Driftgeschwindigkeit, weil, wie man experimentell auch überprüfen kann, die Driftgeschwindigkeit in Leitern, die liegt im Bereich von Zentimeter pro Sekunde und nicht in der Größenordnung 10^5 Meter pro Sekunde. Wenn wir die Gitterkonstante von 1 Nanometer nochmal zur Hilfe nehmen, kommen wir darüber auch zu einer Stoßzeit, zu einer Abschätzung für die Stoßzeit. Die liegt tatsächlich so in der Größenordnung 10^-14 Sekunden. Das heißt, das geht alles tatsächlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr instantan. Das hilft uns dabei, diesen stationären Fall tatsächlich als stationären Fall modellhaft betrachten zu können. Widerstand und Leistung möchten wir gerne an der Stelle einführen. Natürlich auch Begriffe, die Sie schon kennen aus den Grundlagen. Aber wie gesagt, wir brauchen es hier, damit wir es in der Systematik drin haben. Annahme, Stromdichte soll jetzt mal konstant sein über den Leiterquerschnitt. Das ist für dünne Leiter eigentlich immer der Fall. Wir nehmen mal an, dass wir eine Leiterquerschnittsfläche F haben und eine Leiterlänge L. Dann wäre, wie wir vorher schon hier gesagt haben, I gleich J mal F. J ist aber Kappa mal E. Sodass wir I gleich Kappa mal E mal F haben. Wir können jetzt hier nahrhaft erweitern, indem wir die Länge ins Spiel bringen. Das heißt, wir erweitern mit L. Und das machen wir deswegen, weil wir dann hier hinten E mal L haben. Und das ist ja letztendlich sowas wie Integral EdS. Ist unsere Spannung U. Sodass wir hier haben Kappa mal F durch L mal U und somit hätten wir eine Proportionalität zwischen I und U. Naja, das ist wiederum das Ohmsche Gesetz, jetzt aber einfach mal nach I aufgelöst und die Proportionalitätskonstante ist dann ganz offensichtlich der Ohmsche Widerstand, der jetzt gerade wäre 1 durch Kappa mal L durch F. Bei der Leistung, um uns der Leistung zu nähern, schauen wir uns einfach einen kleinen Quader an und nehmen an, der hat eine Ladung Delta Q, eine Querschnittsfläche Delta F und eine Länge Delta S, also ein Volumen Delta F mal Delta S. Und wir versetzen den um eine Länge und schauen uns an, wie viel Arbeit müssen wir dafür eigentlich einsetzen und dementsprechend, welche Leistung entspricht dem. Leistung wäre dann eben die Arbeit durch die Zeit und die Arbeit ist ja Kraft mal Weg. Kraft ist hier wieder die Coulombkraft, also die Ladung, die wir haben, mal die elektrische Feldstärke. Der Weg ist das Delta S, das Ganze durch Delta T dividiert. Jetzt schauen wir uns, was wir hier haben. Delta Q, also die Ladung, die wir hier jetzt gerade bewegen, das ist ja nichts anderes als Ladungsdichte mal Volumen, also Rho V mal Delta F mal Delta S. Hier steht Delta S durch Delta T, das ist aber nichts anderes als V, Weg durch Zeit. Dann haben wir, guck mal weiter, Rho V mal Vd, da haben wir gesagt, das ist tatsächlich die Stromdichte, der Rest bleibt erstmal einfach stehen. In der Form hätten wir jetzt also hier schon J mal E als wichtige Größen, die in P auftauchen.
Und wir können aber natürlich einmal auch das ohmsche Gesetz wieder einsetzen, können also E durch J ersetzen und hätten dann die Form 1 durch Kappa mal J Quadrat mal das Volumen. Um das Volumen loszuwerden, machen wir daraus eine Verlustleistungsdichte. Das heißt, wir beziehen das auf das Volumen, machen den Limes Delta V gegen 0 und dann bleibt einfach nur übrig 1 durch Kappa mal J Quadrat beziehungsweise E mal J. Somit hätten wir auch eine lokale Aussage über die Verlustleistung. Damit finden wir letztendlich auch das Joule'sche Gesetz für dünne Leiter wieder, nämlich P gleich R mal I Quadrat oder eben P gleich U mal I. Also solche Beziehungen, die Sie aus den Grundlagen kennen, finden wir auch hier wieder im Feldbild entsprechend wieder. Ja, wir kommen jetzt tatsächlich dazu, dass wir einen Begriff nochmal einführen müssen, der ein bisschen aus der Mode gekommen ist, den wir aber tatsächlich brauchen. Das ist die elektromotorische Kraft. Häufiger finden Sie tatsächlich den Begriff der Urspannung. Beides ist synonym zu verwenden und es ist auch sinnvoll, dass man beide Begriffe kennt, weil je nachdem, in welches Buch Sie reinschauen, finden Sie eben den einen oder den anderen. Im stationären Fall schauen wir uns nochmal das Induktionsgesetz an. Das hat ja die einfache Form Rotation E gleich 0. Das ist das eine unserer Grundgleichungen der Elektrostatik, die wir ja auch hier im stationären Strömungsfeld weiter verwenden können. Wenn wir jetzt weiterhin uns anschauen, dass wir das ohmsche Gesetz haben, E gleich 1 durch Kappa mal J, dann könnten wir ja jetzt dieses E hier einsetzen in Rotation E gleich 0, bekämen Rotation 1 durch Kappa mal J gleich 0. Wenn ich das über den Satz von Stokes hochintegriere, wäre das nichts anderes als das Umlaufintegral über einen beliebigen geschlossenen Weg. 1 durch Kappa J mal ds ist gleich 0. Stellen Sie sich das im Leiter vor, wenn Sie also jetzt eine Leiterschleife haben, da ist ja J und ds tatsächlich immer gleich gerichtet. Eine solche Beziehung, dass das eben gleich 0 sein soll, Integral, im Umlaufintegral gleich 0 sein soll, nur dann einzuhalten, wenn jetzt tatsächlich auch die Stromdichte gleich 0 wäre. Ja, das ist natürlich ein bisschen komisch. Wir haben gerade uns die ganze Zeit mit der Stromdichte beschäftigt und jetzt soll sie wegen Rotation E gleich 0 und dem Ohmschen Gesetz plötzlich 0 sein. Das würde uns ja ziemlich zurückwerfen. Das heißt, letztendlich ist es so, wir haben noch irgendwas vergessen. Es ist so, dass eine stationäre Stromdichte J ungleich 0 tatsächlich noch eine weitere Energiequelle verlangt, und zwar streng genommen eine nicht elektrische Energiequelle. Damit meine ich eine Quelle, die nichts mit dem E-Feld zu tun hat, das wir die ganze Zeit betrachtet haben. Also nichts mit diesem E-Feld hier aus dem Ohmschen Gesetz. Und damit hätten wir dann zwei Kräfte letztendlich, nämlich einmal die elektrostatische Kraft Q mal E. Da haben wir eben schon gesagt, die sorgt letztendlich dafür, dass J gleich konstant bleibt. Aber irgendwie muss es ja trotzdem erstmal irgendwo herkommen. Und zwar sorgt es dafür auch in extrem kurzer Zeit. Wir haben ja eben eine Zeit abgeschätzt. Zweitens brauchen wir aber dann eben tatsächlich, damit es überhaupt ein von Null verschiedenes J gibt, brauchen wir noch eine Quelle, Batterie, Photozelle, Piezozelle, Piezokristall, Induktion, äußeres Feld und so weiter und so fort. Also irgendwas, was nicht mit unserem E-Feld zusammenhängt. Das kann konzentriert sein, das kann auch verteilt sein. Wenn ich also eine Induktion habe, dann ist das eher etwas Verteiltes. Eine Batterie wäre natürlich etwas Konzentriertes. Und immer wenn wir das haben, dann sprechen wir von einer eingeprägten elektrischen Feldstärke. Die eingeprägte elektrische Feldstärke ist also letztendlich das, was durch diese Quelle kommt und nichts mit unserer elektrostatischen, mit unserem elektrostatischen E-Feld zu tun hat. Für diese eingeprägte elektrische Feldstärke, da soll jetzt eben gelten, dass das
Umlaufintegral EDS. Das soll eine Spannung sein, die ungleich Null ist. Und diese Spannung, die nennen wir elektromotorische Kraft oder eben auch Urspannung. An der Stelle merken Sie schon, dass der Begriff elektromotorische Kraft schon etwas älter ist. Heute käme man nicht mehr auf die Idee, etwas Kraft zu nennen, wenn es keine Kraft ist. Es ist also eine Spannung von der Dimension her, von der physikalischen Dimension her. Trotzdem ist der Begriff etwas, das sich gehalten hat und den man deswegen auch kennen muss. Und für die Stromdichte folgt dann eben, dass wir sie allgemein tatsächlich schreiben müssen als Überlagerung Kappa mal E plus Kappa mal eingeprägte Feldstärke. Außerhalb der Quelle ist es dann eben tatsächlich nur noch Kappa mal E. Aber insgesamt wäre es eben dieser Ausdruck. Und damit ist dann auch das Umlaufintegral JDS. Das kann ich ja dann aufteilen in zwei Teile. Und wegen Rotation E gleich 0 ist eben nur der eine Teil gleich 0, der andere bleibt uns erhalten, sodass das eben ein Kappa mal U ist. Und somit ist das ungleich 0. Und dieser scheinbare Widerspruch, den wir da oben haben, ist eben tatsächlich eliminiert. Und es ist ja auch vollkommen richtig, wenn wir keine Quelle haben, dann folgt ja tatsächlich J gleich 0. Wenn wir eine Quelle haben, dann ist das Umlaufintegral aber eben von 0 verschieden. Ja, übrigens, das ist letztendlich nichts anderes als der Kirchhoffsche Maschensatz. Kann man bei der Gelegenheit ja auch mal erwähnen. Gut, schauen wir uns nochmal Zeiten an. Einerseits haben wir ja Maxwell-Gleichungen, Divergenz E gleich Rho V durch Epsilon 0. Und das führt uns mit dem Ohmschen Gesetz zu Divergenz J gleich Kappa mal Rho V durch Epsilon 0, was ungleich 0 ist. Und andererseits haben wir aber die Stationarität Divergenz J gleich minus d rho v nach dt, Kontinuitätsgleichung. In unserem speziellen Fall soll das ja gleich 0 sein. Das heißt, einmal ist Divergenz j als 0 angenommen. Andererseits folgt aus der Maxwell-Gleichung Divergenz j ungleich 0. Ist das nicht schon wieder ein Widerspruch? Ja, aber einer, den wir auch im Rahmen des Modells wieder auflösen können. Was wir machen können, das ist ja beides Divergenz J. Das heißt, es ist auf jeden Fall so, wenn wir die beiden Terme voneinander subtrahieren, dann muss 0 rauskommen. Und wenn wir die beiden Terme voneinander subtrahieren, haben wir nichts anderes als eine Differentialgleichung für die Ladungsträgerdichte genau in dieser Form. Punkt ist hier jetzt einfach die Zeitableitung, klar. Und die können wir natürlich sofort lösen. Die Lösung ist Rho V von T ist gleich Rho V 0 mal E hoch minus Kappa durch Epsilon 0 mal T. Das heißt, das fällt exponentiell ab mit einer Zeitkonstante, die hier vorne durch diesen Vorfaktor gegeben ist. Und diese Zeitkonstante, die können wir natürlich problemlos einfach mal ausrechnen. Wir machen es einfach mal für Kupfer. Kupfer ist ein beliebtes Leitermaterial, also warum nicht für Kupfer? Kupfer hat eine Leitfähigkeit von 58 mal 10 hoch 6 Siemens pro Meter. Epsilon 0 kennen wir sowieso. Und damit gibt es eine Zeitkonstante, die uns ein Maß gibt, wie schnell dauert das eigentlich, bis wir einen Gleichgewichtszustand erreicht haben. Und für Kupfer ist diese Zeitkonstante eben 1,5 mal 10 hoch minus 19 Sekunden. Das heißt, wenn ein paar Mal diese Zeitkonstante verstrichen ist, können Sie davon ausgehen, das Ganze ist relaxiert und damit hat sich auch dieser Widerspruch dann aufgelöst. Dann ist tatsächlich Divergenz J gleich 0, obwohl die Maxwell-Gleichung eingehalten ist. Und das geht so schnell, dass wir es im Rahmen dieses Modells, was wir haben, stationäres elektrisches Strömungsfeld ist eben nur ein Modell, im Rahmen dieses Modells gilt es. Sie hätten erst Probleme, wenn Sie sich das Ganze auf Zeitskalen anschauen, die in der Größenordnung liegen. Das machen wir aber nicht. Ja, und damit können wir letztendlich auch schon, mal das Ganze gegenüberstellen, einen Vergleich mit der Elektrostatik herstellen. Und Sie haben hier die ganzen Gleichungen, die Sie aus der Elektrostatik kennen. Und Sie sehen sofort, wenn Sie hier durchgehen, dass wir im Prinzip 1 zu 1 zu jeder Gleichung ein entsprechendes Äquivalent
bringen können. Übrigens, diese Brechungsformeln, die stammen natürlich direkt aus den Stetigkeitsbedingungen. Die haben wir vorhin noch nicht so explizit hingeschrieben. Und die Winkel, die hier auftauchen, sind jeweils die Winkel zum Lot, also zum Flächennormal. Der Winkel zum Flächennormal, das sind diese Alpha 1 und Alpha 2. Aber Sie sehen, dass Sie zu jeder Gleichung in der Elektrostatik eine vollkommen analoge Gleichung eben im stationären elektrischen Strömungsfeld finden. Und das heißt eben nichts anderes, und das steht hier unten nochmal, die Lösungsmethoden können übernommen werden. Ja, und das ist natürlich sehr schön, weil wenn wir die Lösungsmethoden übernehmen können, dann wissen wir, wir sind an der Stelle tatsächlich auch mit dem stationären elektrischen Strömungsfeld fertig. Wir haben es vollständig eingeführt und wir wissen auch, wie wir damit rechnen. Und damit hätten wir dieses kleine Zwischenkapitel auch abgeschlossen. Ja, dann bleibt mir nur, mich bei Ihnen wie immer für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich verweise auf die Webseite. Bis zum nächsten Mal.